Ist ein weiterer Part Final Fantasy 8. Ich hoffe, es ist laut genug. Ihr wisst gar nicht, was ich alles angestellt habe. Und es tut mir so leid, dass das Projekt da irgendwie so ein bisschen drunter leiden muss. Aber irgendwie auch nicht. Also, ist nun mal so. Nebenher werde ich so jetzt schon mal die ersten Sachen rendern. Von daher kann es sein, dass es ein bisschen langsamer ist als gewohnt. Aber jetzt steigen die FPS auf jeden Fall wieder in die Höhe. So, wir wollen auf jeden Fall. Wir haben richtig viel Geld, 41.000 Gil. Du kannst so viel kaufen. Ich würde ganz gerne tatsächlich nicht zu Cowboy gehen, sondern ich werde mal gucken, ob ich mir irgendwie schon mal das ein oder andere Waffenteil kaufen kann. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ist das hier? Weißt du gar nicht, wo der Waffenmann ist? Muss ich jetzt ehrlich sagen. Wir müssen einfach noch hier rüber, wenn wir mal rüber. Wenn wir es rüber schaffen. Das ist unübersichtlich. Wir können mal uns schön noch mal vollpumpen mit irgendwelchen Sachen. Die Splittermunition ist natürlich immer so eine Sache, die ist immer ganz günstig für Irvine, weil der schießt ja mit seiner Munition. Warte mal. So, auch mal 70, machen wir nochmal 20. Genau. Ihr seid bestimmt auch so krass, also entweder muss es immer alles auf 5 stehen oder auf einer geraden Zahl, also 10 oder 20, ne? Das ist auch total krass. Potion 1000. War mal. Nee, nee. Ob ich das mir leisten. So. So, 20. Machen wir auch hier von 20. Wir haben es ja. Ding, 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 ding. Ja, jetzt mach ich wieder normal. 20 wollte ich immer haben. Oh. Teurer hier. Nein! Na egal. Nee, jetzt lasse ich jetzt so. So, das brauchen wir gar nicht. Da nehmen wir mal 10 mit. Und hier 7. So, jetzt haben wir. Oh nein, ich wollte mir noch was anderes kaufen. Das habe ich ganz vergessen. Ah, lass mich doch mal da durch. Ah. Er kann tatsächlich schon einen Key Stride haben, ja. Möchte ich ganz gerne. Maverick kann ich leider nicht machen. Und sie bekommt natürlich den Morgenstern schon mal. So. Zack, alles was ich mal so ein bisschen machen kann, mache ich dann halt auch. Für den Maverick. Brauche ich noch ein bisschen was anderes. Der hat den ja, Gott sei Dank. Und ja, den hat sie auch, also da brauche ich ja nicht großartig. So, dann können wir nämlich manchmal weitergehen nach dem schönen Einkaufen. So, wollen wir hier fragen? Einkaufszentrum. Ach so, das ist der ja, ne? Ja. Badam. Wahrscheinlich wollen wir hier nicht. Wir müssen aber mit der Linie 8 fahren. Damit wir zum Dings kommen. Hier sind wir auch vorhin noch lang gelaufen. Hier werden wir gerade eingestiegen. Ich hoffe, ich habe das Richtige jetzt getippt. Ich hoffe, steigen wir den jetzt aus? Steigen wir hier vorne aus oder da hinten? Interessant. So, Sie wünschen? Antwort geben. Die Zahl auf der ersten Stelle. Wie? Auf der einen Stelle ist ja die 32 gewesen, also die 2. 3. 0. Ja. 32. Richtig, sie können hereinkommen. Na, so ein Glück.
Madame Gardia machen gemeinsame Sache mit dem galbanischen Oberst. Was wird hier gespielt? Unnötig, sich Gedanken zu machen. Ein Zieht fragt niemals, warum. Also eigentlich nur ein Werkzeug. Der Vertrag mit euch, der gilt doch noch, oder? Was ist denn jetzt schon wieder? Bitte lasst mich nicht alleine zurück. Wie sieht denn euer Plan aus? Sie wieder herumfragen? Du weißt, wie man Befehle erteilt. Tu, was du nicht lassen kannst. Okay, dann erklär mir alles. Konnte ich hier nicht auch noch irgendwas finden? Ich glaube nicht, oder? Wäre auch schön, wenn ich ein bisschen schneller gehen könnte. Ihm, glaube ich, kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Na, Irwin. Aber das macht man aber wirklich nicht. Wow. So. Das dauert aber, meine Herren. Mann, was denkt er sich dabei? Ich werde mal Radau machen. Wartet mal hier. Ach ja, übrigens, ich bin hier zu Hause. Also, keine Sorge. Das ist schon krass, ne? Du machst doch jetzt keinen Ärger. Was soll das nun wieder heißen? Groß Renoir. Sie ist nicht dafür trainiert. Sie fällt euch womöglich zur Last. Es ist zum Nutzen aller Beteiligten, dass sie an der Mission nicht teilnimmt. Sie sind vielleicht der Vater von Renoir? Es ist zwar eine Weile her, seitdem sie mich so genannt hat. Der Vater? Ein hohes Tier beim Militär? Die Tochter in der Widerstandsbewegung? Das kann doch nicht gut gehen. Richtig. Das sehe ich ebenfalls so. Aber das ist Familienangelegenheit. Das geht euch eigentlich nichts an. Glaube ich eben nicht. Meine persönlichen Probleme sind, verglichen zu dem, was auf uns zukommen wird, winzig. Kampf und Befehle vom Garden und vom Renoir gleichermaßen wichtig. Wenn der Auftrag erledigt ist, werden wir ihr weiterhin als Söldner dienen. Wir mischen uns nicht ein. Nur behindern sie unsere Arbeit nicht. Was ist, wenn ich es doch tue? Mann, was für eine Frage. Eines vorweg, wir sind Seeds. Wir machen alles auf unsere Weise. Hey, hey, ich will ja nicht stören. Was ist mit unserer Mission? Wollen wir nicht besser darüber reden? Erst einmal Waffenfriede, okay? Ich werde den Plan erläutern. Jetzt kommt diese catchy Musik, glaube ich, ne? Ich glaube, ich nehme, Ich muss überlegen. Irwin mit. Die sind später eh nicht mit dabei, obwohl Selvi mitnehmen. So, nehme ich sie mit. Da weint aber einer. Oh, wen hat Renoir denn? Naja, was soll's? Oh, 1111. Ihr wisst, dass die galbanische Regierung einen Pakt mit der Hexe geschlossen hat. Die Hexe heißt Idea. Zu ihren Ehren wird eine große Parade abgehalten. Findet im Präsidentenpalast statt. Na, das geht durch. Während der Zeremonie werdet ihr euch in zwei Gruppen aufteilen. Das Triumphbogenteam dringt in den Triumphbogen ein und wartet. Das Schützenteam hält vor dem Palast die Stellung, bis die Zeremonie vorüber ist. Genau hier, an dieser Stelle, wo ich stehe, geht das Schützenteam in Position. Das Schützen- und das Triumph-
Bogenteam. 5 Leute, aufgeteilt in 2 Teams. Das ist der Präsidentenpalast. Nach der Zeremonie startet von hier aus die Parade. Dann wird dieses Tor geöffnet. Bis dahin solltet ihr euch ruhig verhalten. Bei Zwischenfällen wird die Parade gestoppt. Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Ist das Tor zu, kommt das Schützenteam an die Reihe. Da die Menschen auf die Parade schauen werden, wird es relativ einfach sein. Das Schützenteam muss schnell handeln. Das Ziel? Die Terrasse am Palast. Im Vorzimmer, auf dem Flurboden, muss irgendwo eine Falltür sein. Da steht eine kitschige Spieluhr. Das Schützengewehr ist dort versteckt. Eindringen und bis 20 Uhr warten. Cool ist, das ist jetzt wirklich aus dem Scharfschützengewehr. Auf der PlayStation 1 sah das immer aus wie ja irgendwas langes halt. Die Hexe wird aus diesem Tor in einem Auto losfahren. Jetzt wird er ganz schnell gleich, der gute Mann. Der Wagen wird am Tor nach links abbiegen. So ungefähr. Da wird es sich fortbewegen. Die Kolonne wird danach auf der Kreisstraße einmal um die Stadt fahren und wieder an diesen Platz zurückkehren. Aus dieser Richtung wird also die Kolonne wieder erscheinen. Danach biegt die Kolonne nach rechts ab und fährt hier weiter. Jetzt zum Triumphbogenteam. Müssen wahrscheinlich da hinlaufen. Um Punkt 20 Uhr passiert die Hexe den Triumphbogen. Och, das ist ein Schreibfehler, ne? Das ist furchtbar. Genau in diesem Augenblick wird das Triumphbogenteam das Tor hinablassen. Die Hexe sitzt somit in der Falle. Um 20 Uhr steigt die Spielzeuguhr, in der das Schützenteam sich versteckt hält, empor. Zwischen dem Schützenteam und der Hexe wird es kein Hindernis mehr geben. Das ist dann die Chance. Peng! So sieht unser Plan aus. Wir müssen jetzt nur abwarten. Schaut euch in der Stadt um. Natürlich könnt ihr aber auch hier bleiben. Aber macht keinen Ärger. Was glaubt ihr denn, wer sich vor sich hat? Wir sind nicht so wie seine Tochter. Wir sind Zietz. Natürlich. Hatte ich vergessen. Ihr habt freien Ausgang. Ihr könnt euch in der Stadt umsehen. Wenn ihr bereit seid, kommt in meine Villa. Die Mission beginnt nach der Abschlussbesprechung. Ich kann schon hier rein. Ich wollte schon mal so ein bisschen vorgreifen, was aber natürlich nicht geht, aber ich finde das auch in Ordnung. Also wir müssen erstmal nicht in den Triumphbogen tatsächlich rein, sondern schauen einfach mal so ein bisschen. Weil es gibt auch noch einen versteckten Drop-Punkt. Und was ich noch nie gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, deshalb gehe ich jetzt nochmal einmal kurz zurück. Ich bin ja noch nie in meinem Leben durch diesen Triumphbogen einfach durchgegangen und weiter einfach geradeaus gegangen. Also das habe ich bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gemacht. Also jetzt hier einfach nach da gelaufen. Ich weiß gar nicht, was danach kommt. Oh. Hua, wir werden überfahren. Das sollte natürlich nicht so krass aussehen. Achso, hier sind wir dann beim, So, und jetzt ist ja der Achter gleich. Das heißt, wir laufen einfach dem mal hinterher. Also ich muss mich echt entschuldigen für meine grottige Aufnahme. Aber ich weiß noch nicht, wie ich es besser machen kann. Also ich weiß nicht, warum andere den Ton so super rauskriegen, wie sie den Ton so super rauskriegen. Ich kann es irgendwie nicht machen. Ich verzweifle da schon so ein bisschen langsam dran. Ich meine, Final Fantasy 8 würde ich auch gerne mit Fraps spielen, kann ich aber nicht. Kann ich nicht. Warum nicht, fragt ihr euch? Weil das Spiel aus MIDIs, also die Musik sind MIDIs und die kann ich leider nicht direkt einstellen. Oh, ich hätte einfach nur hierher gehen müssen. Ja. Das ist natürlich dumm. So. Mal gucken.
Man kann immer so ein bisschen, wenn ich jetzt auf Speichern gehe, gucken, wann ich angefangen habe. Deshalb werde ich jetzt einmal ganz kurz mit euch on Screen machen. Wir haben es gleich 8 Stunden. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Oh, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. So, jetzt zur Teamaufteilung. Das Schützenteam besteht aus dem Scharfschützen und dem Anführer. Der Anführer hat das Kommando. Okay, das Kommando. Falls etwas schief geht und die Mission nicht nach Plan läuft oder der Scharfschütze daneben trifft, übernimmt der Anführer das Kommando und verwickelt die Hexe in einen Kampf. Wir müssen uns bedeckt halten, deswegen muss der Plan perfekt sein. Das Hauptziel ist die Beseitigung der Hexe. Wir müssen unser Ziel um jeden Preis erreichen. Sogar dann, wenn meine oder eure Tarnung auffliegt. Wer ist der Anführer? Guckt mich nicht alle so an. Ich. Den Rest entscheidest du. Das Schützenteam ist okay. Ich und Erwin Kinnis werden als Schützenteam vorgehen. Das Triumphbogenteam besteht aus, na, den restlichen drei, ne? Ei, ei, verstanden. Klare Sache. Wir führten das Triumphbogenteam an. Seufzer. Küstes. Küstes Treppe. Okay, überlasst es nur mir. Gut, die Mission beginnt. Oh, jetzt welcher Quiz ist. Aber ich denke noch nicht, dass ich irgendwie was. Ich finde in deinem Team Quiz ist, oder? Nein, du doch nicht. So. Wir werden es der Hexe zeigen. Hey! Ich bin entkommen. Hat er was gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Wo ist Squall? Sorry, Renoir, aber wir müssen jetzt gehen. Nein, wartet! Schaut mal, das ist ein Odyn-Reif. Ich hab's in seinem Zimmer gefunden. Odyn? Wofür soll das gut sein? Soll Hexenmagie eindämmen. Ich weiß nicht, wie wirkungsvoll der ist, aber er wollte ihn diesmal nicht benutzen. Wenn das Ding von Odyn sein, dann muss es sehr wirkungsvoll sein. Erste Wahl, wenn es um Zauber geht. Gell? Gell? Und was willst du damit? Wer soll es der Hexe anlegen? Hm. Wer? Wann? Und wie? Darüber wollte ich ja mit euch sprechen. Wir haben keine Zeit. Squall ist schon in Position. Wir haben auch unsere Aufgaben. Verstehst du nicht? Das ist etwas anderes, als von zu Hause wegzurennen. Es ist eine todernste Sache. Ich meine es ja auch ernst. Das weiß ich doch. Ich habe doch auch einen Plan. Im Falle eines Angriffs werde ich alleine vorstimmen, um Zeit zu gewinnen. Und ich werde jetzt speichern, meine Leute. Und dann, hurra. Ein Kampf ist doch nicht nötig. Ich werde das Schiff schon schaukeln. Und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Part, wenn es wieder heißt Final Fantasy 8. Bum, bum. Geile Musik, wenn ich das schon. Bis dann!